Moin, liebe Kossert-Freunde, hier ist der Alex für euch wieder aus dem Heimathafen. Ich begrüße euch zum Cruise Alert. Diese Woche, die letzte Woche in diesem Jahr. Und ich habe ein paar interessante Themen in dieser besinnlichen Zeit doch zusammengetragen, wie ich finde. Und zwar geht es da um einen Post von Matthias Mohr, den ich ganz interessant fand, zum Thema Kosten die zweiten Gänge auf einem Kreuzfahrtschiff jetzt immer extra. Und ich habe noch ein paar Informationen, die das letzte Thema vom letzten Video ein bisschen aufgreifen. Und zwar Trinkgeld an Bord von Kreuzfahrten. Da habe ich doch ein paar Kommentare drunter, die ich ganz gerne jetzt hier in der Kürze der Zeit ein bisschen kommentieren möchte. Und selbstverständlich darf ich Ihnen heute ein neues Crewmitglied vorstellen. Und zwar im Heimathafen ist sie schon ein längeres, bekanntes Gesicht, aber für euch möchte ich jetzt ganz gerne unsere neue Mitarbeiterin, die Julia, vorstellen. Dazu jetzt gleich viel mehr. Also, bleibt gern dran. Das Weihnachtsfest ist vorbei. Und was soll ich euch sagen? Es wurde wieder viel gegessen. Es wurde natürlich auch viel vorbereitet, weil die Kinderaugen waren ja natürlich gewaltig. Ich bin ja mit den Kindern, die ich habe, mit den vier Mädels, bin ich ja in einer Zeit, wo die Kinderaugen ganz groß strahlen, wenn das Christkind kommt. Und ja, es war bei uns ein sehr ruhiger, besinnlicher Abend. Marlene und ich waren alleine zu Hause mit den Kindern. Wir waren vorher noch kurz in der Kirche bei uns in der Gegend und haben dann den Gottesdienst verfolgt und sind dann nach Hause gegangen. In der Zwischenzeit, wie durch einen Zufall, kam das Christkind dann auch. Und ja, wir hatten eine kleine Überraschung fürs Christkind. Wir haben nämlich so ein kleines Schnapsglas mit Milch ins Fenster. Wir haben so alte Doppelfenster aus Holz. Und da haben wir das Glas reingestellt und noch ein paar Haselnüsse hingelegt. Haselnüsse waren das, genau. Und die waren nachher auch geknackt und das Milchglas war ausgetrunken. Also das Christkind war da, Freunde. Das sind wirklich die Momente, um die es geht. Aber nach den Weihnachtsfeiertagen zwischen dem neuen Jahr ist immer viel los bei uns im Heimathafen, weil natürlich, man sitzt zu Hause mit der Familie und möchte auch über das nächste Jahr sprechen. Nach 6 Stunden gehen einem so ein bisschen die Themen aus, da spricht man schnell über das Wetter und über den Urlaub. Und was soll ich euch sagen? Deswegen ist in der Woche immer viel los. Jetzt habe ich nämlich diese Woche auch ganz interessante Reisen gebucht, finde ich, wo ich überrascht war über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zwar ein Beispiel, AIDA, Stella im April als Beispiel. Die Reisen, die jetzt auch bei AIDA für dieses Hofrohe Weihnachten, für dieses Bordguthaben-Special freigeschaltet waren. Da muss ich euch ehrlich sagen, AIDA, Stella, 7 Tage ab Palma de Mallorca. Beispiel Innenkabine Premium, inklusive Wunschflüge ab Salzburg für 2.383 Euro. Inklusive 100 Euro Bordguthaben. Das ist ein super Preis. Also richtig gut und es wurde richtig fleißig gebucht, was ich sehr, sehr schön finde. Dann habe ich für euch zum Thema Trinkgelder ja noch ein bisschen was. Das Video kommt bei euch ja ganz gut an. Es ist ja so, eine Kleinigkeit habe ich in diesem Video ein klein bisschen ausgelassen, und zwar das Thema Trinkgelder, wenn man Extraleistungen bezahlt, wie zum Beispiel Getränke in den Bars. Wenn man jetzt also kein Getränkepaket hat und an den Bars zum Beispiel sich ein Getränk bestellt, zahlt man dort auch Trinkgelder drauf. Und zwar so eine Servicepauschale habe ich eingeblendet, eine Bauchbinde von 10-15%. Das ist halt einfach bei den internationalen Reedereien so üblich, bei den deutschsprachigen nicht. Bei den deutschsprachigen, wie bei AIDA als Beispiel, wo man seine Bestellung abgibt, kann man dort auch, das habe ich auch sehr, sehr gerne immer genutzt, als Gast, kann man dort auch das Trinkgeld definieren für die Crew. Das heißt also, wenn der Kellner also vorbeikommt, der Waiter, und man gibt seine Getränkebestellung auf und hat kein Getränkepaket, kann man dort halt einfach dann auch noch das Trinkgeld auswählen und dann gibt es auch so eine kleine Animation. Genau, und dann ist die große Frage, an wen geht das Trinkgeld? Dieses Trinkgeld, was dort bestätigt wird, geht in das Department. Und das Department entscheidet dann, was mit dem Trinkgeld passiert. Manchmal bleibt es in der Bar, manchmal geht es ins Gesamtdepartment, weil es natürlich auch ein paar Bars gibt, wo nicht so viel Trinkgeld generiert werden kann, weil da einfach nicht so viel los ist. Aber das kommt den Kollegen dann wirklich zugute und bleibt dann auch bei ihnen. Finde ich eine gute Sache, muss ich euch ehrlich sagen. Hatte ich auch mal einen Post drüber gemacht, als ich über AIDA Nova gesprochen habe.
Dann beim Trinkgeld kam noch die Frage, wenn ich jetzt bei der Reederei direkt gebucht habe, kann ich ja auswählen, ob ich das Trinkgeld schon vorab bezahlen möchte oder erst an Bord. Bei internationalen Reedereien wie Royal Caribbean zum Beispiel, Celebrity, Holland America, NCL, ist das möglich. NCL klammere ich mal ein bisschen aus, weil NCL hat den Free-at-Sea-Tarif und da sind Trinkgelder zum Teil inkludiert, wenn die inkludiert sind. So, bei den anderen internationalen Reedereien ist das so, dass man also vorab, wenn man diese Reise bucht, schon entscheiden kann, ob man die jetzt schon bezahlen möchte. Jetzt war die Frage, kann ich die wieder rausnehmen lassen? Da muss man das individuell auf Kulanz bei der Reederei anfragen. In den meisten Fällen ist es nicht möglich. Deswegen mein Tipp an euch, bezahlt das Trinkgeld nicht vorab, sondern bezahlt es an Bord oder lasst es dann an Bord von eurem Bordkonto runternehmen. Gar kein Problem. Und gebt gerne so Trinkgeld, auch gar kein Problem. Wenn ihr das Video euch nochmal anschauen wollt zum Trinkgeld, mache ich euch da oben gerne den Link dazu rein. Gar kein Thema. Ich habe da noch eine Frage zu gehabt und zwar, eine aus unserer Community hat geschrieben, warum soll ich das Trinkgeld zu Beginn der Reise zahlen? Ich will ja, wenn dann auch eine Leistung bekommen, die nicht trinkgeldabhängig ist. Das ist soweit richtig und soweit kann ich das auch gut nachvollziehen, aber es macht in manchen Fällen einfach Sinn, wenn man die Kollegen vorab schon mit einem kleinen Trinkgeld zusätzlich motiviert. Das finde ich eine richtig nette Sache und ich finde es besser, wenn man zum Anfang der Reise 10 Euro gibt und am Ende der Reise 10 Euro gibt, als wenn man 20 Euro am Ende gibt. Ich finde das irgendwie so charmant und nett und schön und ich finde, da haben alle ein gutes Gefühl, weil gerade auch das Crewmitglied zu Beginn der Reise dann auch merkt, oh, die Reise wird gut, die Leute sind gut drauf, wissen Sie, wisst ihr, man hat da so ein Gefühl für. Als wir damals an Bord gearbeitet haben, haben wir auch gesagt, oh, wenn wir vom Check-in zurückgekommen sind oder wir haben da irgendwelche Duties gehabt, wo wir so die ersten Gäste getroffen haben, da haben wir dann auch in der Crewmesse unten am ersten Abend, am Anreiseabend zusammengesessen mit allen Kollegen und haben gesagt, na, die Reise wird, glaube ich, ganz gut, die Leute sind gut drauf, die sind freundlich. So, und wenn du dann schon ein bisschen Trinkgeld gibst und so, und die Leute, die Crew, die Stimmung, das darf man alles nicht unterschätzen. Das ist eine Dynamik, die da an Bord dann auf einmal entsteht, die so eine ganze Reise auch trägt. Also, macht es gerne, wie ihr es machen wollt, aber macht es. Kann ich euch nur sagen. Als Tipp von mir. Dann habe ich noch beim Matthias Mohr gesehen, das ist ja der Kreuzfahrt-Influencer schlechthin in Deutschland, sehr erfolgreich, hat jetzt die 100.000 Abonnenten geknackt bei YouTube, da habe ich mich sehr drüber gefreut für ihn, habe ihm auch geschrieben. Und der hat jetzt was Interessantes gepostet bei Facebook, und zwar ein Post. Ich gehe davon aus, dass ein Kreuzfahrer ihn angeschrieben hat, der sich verwundert gezeigt hat. Und zwar geht es darum, dass er auf der MSC Seascape, gerade die Miami-Runde da macht in der Karibik, und sich darüber gewundert hat, dass wenn er den zweiten Hauptgang, also den Hauptgang zweimal bestellt, das heißt, das erste Menü hat ihm irgendwie nicht gereicht von der Portion und er möchte gerne noch einen Hauptgang haben, wird extra $5 dafür verrechnet. So, jetzt kann man sagen, warum ist das so? Es betrifft nur amerikanische Häfen. Deswegen ist die Vermutung sehr groß, dass MSC in dem Falle wahrscheinlich dort die Erfahrung gemacht hat, dass besonders viele Amerikaner gerade ab Miami losfahren, logischerweise, und die Portion im ersten Gang nicht ausreicht, die essen halt mehr. So, und wenn sich jetzt alle einen zweiten Gang bestellen, dann kommt natürlich so eine Küche, so eine Galley, natürlich ganz schön in den Schlingern. Und aus dem Grunde verrechnen sie es extra. Finde ich eigentlich ein bisschen Panne, muss ich ehrlich sagen. Sollen sie gleich mehr auf den Teller packen, aber das wird natürlich dann wahrscheinlich nicht ins Essenskonzept passen, was der Küchenchef dann im Grunde genommen vorgegeben bekommt. Also, ja, kostet extra. Ist echt spannend. Und die Frage an euch, wie denkt ihr darüber? Schreibt gerne unten in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu denkt. Bei Carnival Cruise Line zum Beispiel haben sie geschrieben, ist das üblich, dass ab dem dritten Hauptgang $5 berechnet werden. Also, ja, das ist halt nicht... Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich immer finde, Ressourcen muss man schon sparen. Irgendwo ein Stück weit. Ne? Wenn ich so zum Teil bei AIDA und bei anderen Reedereien, muss ich einfach so sagen, in den Buffet-Restaurants sehe, was sich Leute dort auf die Teller laden, als wenn die sich auf die Gefangenschaft vorbereiten, dann muss ich sagen, ja, finde ich das nicht so gut. Wenn die das wenigstens aufessen würden, tun sie aber nicht. Weil die bleibt die Hälfte liegen. Und manchmal stellt man sich dann die Frage, Leute, was ist mit euch los? Was stimmt da nicht?
Ja. Aber das ist halt Geschmackssache. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber interessanter Post. Wollte ich euch teilhaben lassen, habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Und ja, ich habe noch Gäste ja auf der Weltreise. Also insgesamt sind wir ja 7, 8 Kabinen. Und ein Gast muss jetzt leider vorzeitig abreisen. Und da haben wir uns jetzt die Woche auch ein bisschen drum gekümmert, dass das ein bisschen organisiert ist mit den Flügen, dass wir das hinkriegen mit den Visa, weil da die Ausreisebestimmungen natürlich dann wieder andere sind und dass er dann zum Flughafen kommt. Was machen wir mit dem Gepäck? Das Gepäck durfte jetzt nicht an Bord bleiben. Da habe ich jetzt eine Lösung gefunden, wie es doch an Bord bleibt. Und ja, und ich wollte euch nur sagen, das sind so Themen, die uns jetzt gerade auch zwischen den Tagen ein bisschen beschäftigen. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Thema Weltreise ist ja für viele Gäste ein heißes Thema. Ich habe heute gerade wieder eine Mail gekriegt, auf die ich gleich noch antworte nach dem Video. Alex, wie schätzt du das ein? Also meine Meinung ist, dass zu 99,5% AIDA Diva die Weltreise 2025, 2026 fahren wird. Und laut Fahrplan ist die Diva geplant im Norden bis November 2025. Das bedeutet, die Weltreise 2025-2026, wenn sie zu 99,5% AIDA Diva macht, wird dann auch erst im November starten. Weil die anderen Reisen werden ja nicht vorher rausgenommen. Das macht gar keinen Sinn. Somit, Freunde, stellt euch drauf ein, das wird eine ganz spannende und heiße Kiste für alle die, die sich dafür interessieren. Finde ich gut. Wollte ich auf jeden Fall nochmal zur Sprache bringen. So, und jetzt freue ich mich sehr darüber, euch meine Schwester vorzustellen. Ich blende euch gerne mal ein Bild ein. Julia ist meine kleine Schwester. Sie ist auch 1 Zentimeter von der Größe her kleiner als ich. Und deswegen ist meine kleine Schwester 1 Jahr und 8 Monate genau auf den Tag jünger als ich. Wir sind beide am Freitag, den 13. geboren. Und da enden dann irgendwann auch schon unsere Gemeinsamkeiten, muss man sagen. Nein, es gibt natürlich noch die Leidenschaft für das Thema Kreuzfahrt. So, warum? Ganz einfach, weil meine Schwester hat die gleiche Ausbildung und Studium gemacht wie Felix Eichhorn bei AIDA Cruises, der jetzt CEO ist, also Präsident von AIDA Cruises. Und meine Schwester hat den gleichen Studiengang und die gleiche Ausbildung gemacht, also ein Dualstudium bei AIDA und hat dann also insgesamt dann 12 Jahre im Corporate, in der Operation gearbeitet, also für AIDA, für internationale Reedereien. Sie hat bei AIDA nachher zum Teil, war sie Assistentin von dem Senior Vice-Präsident Michael Ungerer Operations. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Michael Ungerer, wurde dann nachher auch CEO, also der Präsident von AIDA Cruises und ist jetzt aktuell CEO von Explorer Journeys, von der Eigenmarke von MSC. Und ja, mit dem hat sie lange zusammengearbeitet, war seine Assistentin und hat sich da um die Sachen gekümmert, die wichtig waren, gerade Schiffsindienststellung. Da war sie Ansprechpartnerin für die ganzen Kapitäne und hat das koordiniert zu den Taufen. Ja, viele Sachen hat sie erlebt und dann hat sie vor allen Dingen auch den Mut gehabt, 2013 zu sagen, ich möchte gerne nochmal international arbeiten für Carnival. Und bei Carnival Cruise Line hat sie dann in Miami gearbeitet als Manager Onboard Marketing, also alles das, was auf den Carnival-Schiffen dann marketingtechnisch an Bord umgesetzt wurde. Gerade diese neuen Outlets, diese Digitalgeschichten hat sie gemacht und das Ganze bis 2017 und hat auch von Miami aus dann ja, im Head Office dort gearbeitet. Also eine große Experience, also eine große Erfahrung, was das Thema Kreuzfahrtmarkt angeht. Und sie unterstützt uns auch schon seit Gründung, seit 2014, immer so ein bisschen im Marketing und gibt uns Tipps, wie man so manche Sachen umsetzen kann. Und das macht sie jetzt also noch intensiver und da freuen wir uns sehr drüber. Das ist eine richtig schöne Geschichte, dass sie jetzt bei uns im Team ist. Vielen Dank und beim Social Media werdet ihr noch ein bisschen was aus ihrer Feder mitbekommen. Ich glaube, in den letzten Monaten habt ihr schon so 2, 3 Sachen gesehen, die sie jetzt schon gemacht hat und ich freue mich darüber. Also willkommen im Team und für 2024 plane ich schon wieder richtig coole Sachen in Rostock. Seid also gespannt, was da auf euch zukommt. Es wird geil. Es wird richtig sexy. Und das nächstes Jahr wird... Nächstes Jahr, Freunde, das muss ich euch sagen, weil wir sind noch im alten Jahr, ne? Nächstes Jahr wird es richtig, richtig nice. Richtig, richtig nice. Weil nächstes Jahr wird auf unserer Internetseite sehr, sehr viel passieren, heimathafen.com. Und alles, was ringsherum passiert, was das Thema Mitarbeiterweiterentwicklung, Mitarbeiterrekrutierung angeht, da wird nächstes Jahr die Kuh fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was Positives von heute noch, wir haben heute die 3000 Abonnenten geknackt. Ja,
von unserem kleinen YouTube-Kanal. Ist dann eine richtig starke Sache. Wir freuen uns da sehr drüber, dass ihr da mit dabei seid. Und ja, wenn ihr Anregungen habt fürs neue Jahr, raus damit. Sagt uns, was euch interessiert. Welche Themen brennen euch unter den Fingernägeln? Dann werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen und wie immer unsere ungefilterte, ehrliche Meinung sagen. So, das war's von mir aus dem alten Jahr. Ich sag wie immer, bleibt gesund. Jetzt wollte ich schon eigentlich loslegen, aber das ist mir wichtig. Bleibt gesund, habt euch lieb, nehmt euch die Sachen nicht so zu Herzen, nehmt nichts persönlich, lacht drüber. Manchmal muss man denken, na, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich bin im Januar in Rostock. Wenn jemand in Rostock Zeit hat, auf einen Kaffee vorbeizukommen, in der Langstraße 15, komm vorbei. Ich bin vom 11. bis zum 14. dort. Ich freue mich auf euch. Paris, Athen, auf Wiedersehen, kommt gut ins neue Jahr, rutscht gut rein und bleibt gesund. Tschüss!